Okay, ich werde dich überhaupt nicht lange aufhalten. Du bist hier, weil du auf TikTok streamen möchtest, so wie man es auf Twitch macht, auf YouTube macht und auf allen gängigen Streaming-Plattformen auch macht. Mit OBS, sodass du deinen Bildschirm teilen kannst, dass du Videos mit deinen Zuschauern zusammen gucken kannst. Das möchtest du auch auf TikTok machen und das wollte ich auch auf TikTok machen und habe einfach keine Lösung gefunden. Ich habe 2, 3 Tage lang gesucht und fand keine Lösung. Jetzt habe ich eine Lösung und ich habe auch auf TikTok gestreamt. Ich kann euch mal so ein Beispielvideo zeigen. Einfach. Bin ich live? Ich bin live. Okay, ich mache mal Stopp. So sah das bei mir aus. Ich habe beim ersten Testversuch habe ich dann Würdest du eher gespielt. Man sieht hier unten mein Bildschirm. Ne? Ich habe oben die Facecam gehabt. Ich habe dann sogar eine Möglichkeit ausgenutzt, dass ich zusammen mit meinen Zuschauern mir die For You-Page angeguckt habe. Ich habe so lange gesucht. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber ich. So, ich erkläre auch kurz im Stream, wie ich das gemacht habe, aber jetzt erkläre ich es dir. Also ich habe sogar quasi die For You-Page durchgescrollt und habe halt mit meinen Zuschauern mal geguckt, wie die For You-Page so aussieht. Genug gequatscht, ich zeige dir, wie es geht. Und zwar, es gibt eine Webseite, die heißt lola.tv. Und auf dieser Webseite meldest du dich an und kannst, eigentlich ist sie dafür gedacht, dass du auf vielen Plattformen gleichzeitig streamen kannst. Ich habe sie jetzt nur für TikTok genutzt, weil TikTok irgendwie die einzige Plattform ist, die kein Streaming-Key zur Verfügung stellt. Also du kannst dich nicht mit OBS verbinden. Aber mit Lola TV geht das. Du kriegst auf Let's Get Started und loggst dich dann mit deinem Google-Account an. Ich bin jetzt schon eingeloggt. Und kannst hier oben dann aussuchen, auf welche Plattform du streamen möchtest. Du kannst auf Instagram auch streamen, ist ja auch Hochformat. Da geht es ja normalerweise auch nicht. Aber da gibt es auch andere Programme, mit denen man das machen kann. Und auf TikTok ist ja das, wofür wir hier sind. Dann klickst du auf TikTok, hier oben, klickst du hier drauf und meldest dich bei deinem TikTok-Account an und dann bist du auch schon fast fertig. Du hast die Möglichkeit, hier mit Webcam zu arbeiten, dass du deine Webcam verbindest. Du wählst hier unten dann deine Webcam, oh sorry, wählst hier unten dann deine Webcam aus, die Webcam, die du hast. Aber das funktioniert nicht so gut. Das, was gut funktioniert, ist die RTMP, Remote. Keine Ahnung, was das bedeutet. RTMP. Und zwar bekommst du hier, das werde ich gleich wegzensieren, bekommst du hier wirklich einen Server und einen Stream-Key. So, und die jetzt mit OBS arbeiten, wissen ab jetzt schon, was die Sache ist. Diesen Server und Stream-Key kannst du dann bei dir in OBS eingeben und kannst quasi direkt auf TikTok streamen. Und dann sieht das bei dir auch so aus, dass du quasi jedes Layout, das du haben möchtest, erstellen kannst, jedes Video dir angucken kannst und so weiter und so fort. Ja, das ist quasi die Lösung. Wenn du genaue Informationen möchtest, wie du das einrichten sollst, kannst du hier auf FAQ klicken, hier oben, und gibst hier oben dann in die Suchleiste OBS an und bekommst richtig gut Anweisungen, wie du das bei dir einrichten sollst. Du musst zum Beispiel Flash aktivieren, damit du deine Vorschau sehen kannst. Dann kriegst du hier die Einstellungen, ne, wie du es am besten einstellst, mit 2500 Kilobits per Second zum Beispiel. Eine ganz wichtige Sache, die ich vergessen habe, während des Videos zu erwähnen, ist, dass ihr bei OBS eure Videoeinstellungen auf 9 zu 16 ändern müsst, sodass ihr ein Hochformat habt. Also gebt 1080 mal 1920 in den Videoausgabeeinstellungen ein, damit es funktioniert, weil TikTok ist eine Hochformatplattform und dementsprechend muss auch das Videosignal sein. Funktioniert sehr gut, die Qualität war auch sehr gut. Ich hatte nur ein bisschen bei dem TikTok-Livestream, während das Video lief, hatte ich so Glitches kurz. Wenn ich das Video gestoppt habe, war es in dieser Qualität, genau in dieser Qualität, wenn ich das Video gestoppt habe. Aber während das Video gespielt hat, gab es kleine Glitches, aber ich glaube, das ist. Ich weiß nicht, woran es lag. Ob das jetzt an Lola TV lag, ob es an meiner Grafikkarte lag oder ob es daran lag, dass dieser Android-Emulator zu viel Performance erfordert, weiß ich nicht. Aber sonst klappt es einfach. Das, was ihr machen wollt, das, wofür ihr höchstwahrscheinlich hier seid, geht wirklich mit Lola TV. Jetzt kommen wir zum kleinen Haken der Sache. Und zwar könnt ihr hier sehen, 84 Minuten 36, Minutes left this month. Also du hast 3 Stunden im Monat frei. Du kannst 3 Stunden im Monat streamen. Kostenlos. Wenn du mehr streamen möchtest, musst du quasi hier auf Upgrade Now, kannst du halt quasi das Premium-Modell dir buchen. Es kostet 20 $ im Monat. Ist schon eine ganze Ecke.
Zweiter Haken bei der Sache ist, wenn du nicht den Premium, wenn du keinen Premium-Account hast, dann hast du einen ein Wasserzeichen hier, Watermark. Das sieht so aus, Moment, hier genau, hier unten seht ihr so ein kleines Wasserzeichen, hast du dann im Livestream, wenn du die Premium-Version nicht nutzt. Mir war es egal, ich wollte einfach nur auf TikTok mal streamen können. Nachdem ich auch 2 Tage gesucht habe, war es mir wichtig, dass es irgendwie funktioniert. Und es funktioniert wirklich richtig gut. Also Lola TV, einfach auf Lola TV gehen, euren RTMP-Stream einrichten und schon geht's ab die Post. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank fürs freundliche Zusehen. Wenn dir das geholfen hat, dann lass auf jeden Fall ein Like da. Abonniere meinen Kanal. Folgt mir auf TikTok, weil da mache ich die Livestreams ja mehrfach. Ich würde mich freuen, wenn ich dich dort wiedersehe. Schreib in die Kommentare, wenn es für dich hilfreich war, ob du noch Fragen hast. Wenn es euch interessiert, wie ich es gemacht habe, dass ich die For You-Page nochmal weiter streamen konnte, kann ich euch das auch erklären. Das ist auch ganz einfach. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Auf Wiedersehen.